Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter 4 Ultimate. Ja, das letzte Mal haben wir den Shagaru Magala getötet und haben unsere, nächste Story, unseren nächsten Story-Modus irgendwie so ein bisschen gefunden. Und zwar Dundorma. Die Stadt haben wir besucht und haben dort mit dem Anführer der Jäger, also ich weiß gar nicht, wie er gerade heißt, oder wie man ihn nennt, keine Ahnung, zumindest mit dem, haben wir ein bisschen darüber geredet, wie man Dundorma denn besser befestigen könnte. Aber bevor wir das machen, erledigen wir erstmal die ganzen Kleinigkeiten hier in den Dörfern. Damit haben wir das letzte Mal dann auch angefangen und die beiden Kezus und Rathalos und Ratian getötet. Da muss ich auch nochmal sagen, tut mir leid, dass ihr beim letzten Mal, oder dass beim letzten Mal mir die Aufnahme abgeschmiert ist. Ich hätte echt nicht damit gerechnet, dass ich so viel Speicherplatz verschwende. Ich wusste, dass ich knapp aufnehme, ja, aber eigentlich hätte ich noch genügend Platz haben sollen, aber ich glaube einfach, dass die Cutscenes da so extrem viel Platz gefressen haben, dass ich damit nicht gerechnet habe. Jetzt habe ich schon gezeigt. Ja, eine andere Sache, ich habe den Shagaru Magala gefarmt und wieder so eine so eine witzige Sache. Ich habe ihn ein einziges Mal gefarmt, also ich habe ihn getötet und dann habe ich mir gedacht, gut, okay, jetzt farm schon mal, jetzt ist er gerade da, weil er verschwindet ja auch immer wieder, was total dämlich ist, aber naja. Und dann dachte ich mir, gut, okay, jetzt farm schon einmal. Dann habe ich ihn gefarmt, ich habe seinen Schweif bekommen, nicht seine Hörner, aber der Schweif war mir wichtiger, weil ich brauchte zwei Schweife und eine Platte für meine Waffe. Und als ich ihn dann getötet habe, habe ich aus ihm rausgeschnitten zwei Schweife und eine Platte. Und da ich seinen Schweif noch abgetrennt habe und den aufgeschnitten habe, habe ich nochmal eine Platte rausbekommen. Das heißt, theoretisch wieder perfekt abgefarmt. Und dann noch eine Platte obendrauf. Vor allem, ich habe es noch nie gesehen, dass man aus dem Monster zweimal einen Schweif und einmal eine Platte rausschneidet. Und ja, auch noch genau das ist, was ich brauche. Also es war wieder so unendlich viel Glück. Wobei ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, haben mir ein paar Leute schon geschrieben, dass allgemein Platten beim Magala, glaube ich, nicht ganz so... Halt, beim Shagaru. Magala sind ja beide. Dass beim Shagaru Platten, glaube ich, gar nicht so selten sind. Zumindest, dass ziemlich viele Leute Platten bekommen. Ich hatte genauso großes Glück. Wie gesagt, ich finde es immer noch unglaublich, dass ich vor allem zweimal den Schweif und einmal die Platte aus ihm rausgeschnitten habe. Nichts anderes, nur diese drei Sachen, die ich genau gebraucht habe. Und dann halt noch die Platte. Und damit können wir jetzt unsere Elendskraft zur Leidenskraft verbessern. Sieht leider immer noch gleich aus. Leider ist jetzt so eine Sache, bei der ersten Erweiterung ist es nicht so schlimm, aber trotzdem wäre es natürlich schön gewesen. Und das machen wir jetzt, denn es gibt, oh, einen kräftigen Angriffsboost, natürlich blaue Schärfe, was extrem gut ist, und nochmal ein bisschen mehr Drache. So, damit brauchen wir jetzt schon High-Rank-Gore-Zeug, zum Glück bloß Gore und kein Shagaru. Oh, aber die hätte dann schon weiße Schärfe, nicht schlecht. Zwar bloß ein bisschen, aber trotzdem. Schönes Ding, wirklich schönes Ding. Meine Dings kann ich, glaube ich, noch nicht verbessern, wo sind sie denn? Hier meine Flatterclown. Ne, dafür fehlen mir jetzt noch Krallen und Schuppen. Die habe ich an sich gar nicht bekommen bei dieser Quest. Also klar, ein paar dann bei der Questbelohnung, aber ansonsten gar nichts. Ja, und was ich noch gemacht habe, ist, dass ich ein bisschen geangelt habe. Und zwar habe ich die Sperrthunfische geangelt. Da gab es ja die Angelquest. Das ging eigentlich relativ einfach. Einfach bloß beim Straßenkoch die Fähigkeit Angler nehmen. Dann in Gebiet 4, glaube ich, also da, wo der Zamtrios ist, das einzige Fischgebiet, glaube ich, im ganzen Frostseeweg, einfach dorthin stehen und immer wieder alles rausangeln, was es gibt. Und ja, irgendwann spawnen dann 2 bis 3 Sperrthunfische. Und dann ist die Chance so groß, dass man einen Sperrthunfisch bekommt. Da muss man eigentlich gar nicht drauf achten, also die genau zu erwischen, sondern wie gesagt, man angelt einfach 5 bis 10 Minuten alles raus, was man kriegt. Und dann sind auch irgendwann 3 Sperrthunfische dabei und das passt dann. Und deswegen reden wir jetzt mal mit der Angelfellen. Miau, die Jäger, wie geht's? Danke, dass du den Sperrthunfisch besorgt hast. Mama Miau war glücklich. Miau, hm. Ihr Lächeln ist so ansteckend. Ich würde dich ja umarmen, wenn ich nicht eine Menschenhaarallergie hätte. Miau, hm. Ach so, okay, gut. Damit haben wir zumindest das. Wir haben jetzt die Leidenskraft, finde ich sehr schön.
Und mit der hauen wir jetzt ein paar Monster um, denke ich. War ich schon mal beim Frostweg? Nö, kenne ich nicht. Kezu und Gendrom. Ach, ist sogar an der Hohlsenke. Okay, dann gibt der Kezu ein bisschen mehr Sinn. Ich habe mich ja noch gefragt, was ein Kezu im Vulkan macht. Das ist eigentlich unnatürlich. Wir könnten jetzt aber auch den... die Amphibiphobie machen. Würde genauso gehen. Weil die haben ja eine Drachenschwäche. Bei denen würde ich auf Feuer gehen. Beim Gendrom bin ich mir nicht sicher, beim Kezu schon. Deswegen machen wir jetzt gleich die Amphibiphobie. Und dann das andere. Und dann glaube ich nur nicht, dass wir mit den 6-Sterne-Quests fertig sind. Aber wir haben dann wenigstens mal die ganzen Dörfer abgefarmt. Übrigens, falls man es gerade nicht gesehen hat, sage ich es nochmal gerne. Ach toll, nichts frisch. Wir haben jetzt die 5-Sterne-Quests komplett fertig. Das heißt, ja, wir können jetzt beruhigt in den 6-Sterne weitermachen. Es hatten da also wirklich die 2 Kezus und die Angel-Quests gefehlt. Aber ansonsten hat alles gepasst. So, bekomme ich... den Dungmeister. Ja, den wollte ich haben. Danke. Okay. Muss auch so gehen. Megatränke... Achso, ich sollte eigentlich auch zur Sonnenwohlinsel gucken. Ach nee, halt. Ich habe mal die Dings losgeschickt, die Miaustejäger. Ist eine ziemlich coole Sache, werde ich vielleicht irgendwann im Let's Play nochmal machen. Aber bloß damit man es mal sieht. Wie gesagt, ich finde es eigentlich ein cooles Gimmick, was sie sich da überlegt haben. Die Platte räumen wir ein. Dass ich einfach so, mal so eine Platte übrig habe, das gibt es auch selten. Also gut, außer bei Viechern, die ich nicht brauche. Da kriege ich immer Platten, aber das ist eine andere Geschichte. So, fangen will ich keins von den beiden, weil ich glaube ich nichts von dem brauche. Und damit war es eigentlich schon. Panzerhaut. Mein Problem ist gerade, ich habe zwar Panzer heute, aber ich habe meine Machtsamen alle verballert. Das heißt, ich muss die erst suchen gehen. Und ja, dafür hatte ich jetzt gerade eben noch keine Zeit. Nicht die Nullwehren wegpacken. Wir brauchen sie nicht zwingend. Der Zetsukabra wird jetzt, denke ich, auch kein großes Problem. Vor allem mit unserer Drachenwaffe jetzt. Der wird zwar natürlich ein bisschen stärker sein, logisch, aber oh, ich glaube nicht so stark. Zamtrios macht mir Angst und Zetsukabra auch. Wie sich Zamtrios aufblustet und Zetsukabra Felsen ja, in den Mund nimmt oder so irgendwas. Ist ein sehr merkwürdiges Paar, auf jeden Fall. Also, bisher sind beide Frösche irgendwie extrem komisch. Ich bin mal gespannt, ob sie noch einen dritten Frosch mit einbringen. Keine Ahnung, wir haben einen Höhlenfrosch, einen Eisfrosch, einen Dschungel- oder Wüstenfrosch fehlt eigentlich noch. Allgemein fehlt ja noch eine Wüste. Schauen wir mal. Heißgetränk. Und dann schauen wir gleich mal in 2, weil dort sollte der Zamtrios ja spawnen. Und es wäre, glaube ich, nicht verkehrt, den zuerst zu töten. Es ist mir eigentlich egal, welchen ich zuerst töte. So muss ich sagen. Weil beide, ich sehe da jetzt nichts Gefährliches an einem von den beiden. Deswegen. Okay, bisher bloß Zamtrios, das ist gut. Das ist, glaube ich, ein ziemlich kleiner Zamtrios, nicht wahr? Okay, das war bloß ein Schrei zum Glück. Der hätte ich also einfach weiter draufhauen können. So, zack. Und dann hauen wir dich mal kurz ein bisschen um, damit du gleich mal in den Links gehst. Das war schön ins Gesicht. Damit du gleich mal in den Ausrastermodus gehst. So, und wieder nachladen. Oh, ich liebe das, dass man dann gleich die gelbe Fiole bekommt. Prima. Nein, 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 nein. Okay. Das habe ich auch so ein bisschen dazu gelernt, dass wenn ich es aus Versehen mache, dass ich dann gleich mein Buff aktiviert. Dann habe ich zwar alle meine Fiolen verloren, aber habe dafür wenigstens nicht einen Schlag verschwendet. Ich weiß nicht, wie sinnvoll es ist. Ah, okay, man kann gerade so wegrollen davon. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, aber ich mache es jetzt einfach mal so. Ist, glaube ich, besser, als einfach bloß in der Gegend rumzufuchteln und eventuell getroffen zu werden. Kannst du jetzt bitte mal aufhören damit? Ich hasse das. Das macht er gerade irgendwie voll oft. Halt, nee, ich muss da eh noch nachladen. Okay, er hat mich gefressen. Er will mich fressen. Ah, er schluckt einen ja sogar. Das ist... Ich glaube, das hat man noch nie im Let's Play gesehen. Das ist auch so eklig, dass er einen wirklich schluckt und dann wieder auskotzt. Okay. Du flüchtest, das ist aber gar nicht so gut, wenn du flüchtest, verdammt.
Ja, weil wenn er flüchtet, heißt es, dass er dem Zetsukaba entgegenkommen könnte. Der wird wahrscheinlich in den Höhlen hausen. Gehe ich jetzt mal davon aus. Na, verdammt, ich habe mit meinem Buff gar nichts gemacht. Natürlich hält er jetzt auch irgendwie 10 Sekunden kürzer oder sowas. Ist trotzdem ein bisschen schade. Nein, ah, Mist. Okay, er liegt. Jetzt das schnell und dann hier schnell. Oh, jetzt geht er auf die falsche Seite und ich konnte das wieder nicht abbrechen. Das hasse ich manchmal so ein bisschen. Dass man tatsächlich Attacken hat, die man einfach nicht, aus denen man nicht rauskommt. Wie zum Beispiel der erste und zweite Schlag. Das sind solche Sachen, da kommt man dann ganz schlecht, da ist das Timing ganz blöd, um damit aufzuhören. So, jetzt schnell ein bisschen umbürsten. Oh ja, sehr schön, du bist schon in deiner Ballonphase. Das bedeutet nämlich so gut wie, dass er so gut wie tot ist, würde ich jetzt behaupten. Aber so habe ich es bisher gesehen, dass wenn er da rausgeht, dass er dann an sich schon humpelt. Ah, oh, schade. Perfekte Position, aber das Zamitje hat mich blockiert. Da macht er Erdbeben. Okay. Wie gesagt, bisher ist noch ganz, ganz gut, dass er Zetsu noch nicht kam. Na, verdammt. Was? Das macht auch Ausbruch? Okay. Kannst du jetzt mal... Ah, meine Güte. Deswegen brauchte ich Nullbären. Ich hab's vergessen. Egal. Nein, eigentlich nicht egal. Es ist gefährlich, was ich gerade mache. Oh, ich hasse das Ballon-Gedingse. Oh Gott, und wie schnell sich das auffüllt. Und ich habe ihm ja bisher noch gar keinen Schaden gemacht, deswegen. Habe ich von der Quest Nullbären bekommen? Ja, habe ich. Okay. Die Quest hat mitgedacht. Muss ich jetzt mal kurz eine schlucken. Das war echt ein bisschen blöd, dass ich da zwei, dreimal getroffen wurde. Also unvorsichtig getroffen wurde. Da hat der zweite Schlag nicht getroffen, deswegen konnte ich nicht nachladen. Ja, es hätte vielleicht gereicht, weiß ich jetzt nicht. Du gehst mir gerade ein bisschen auf die Nerven, weißt du das? Danke. Also wie gesagt, allgemein diese Ballonphase hasse ich. So, nicht betäubt leider. Was? Das hat nicht getroffen? Wie knapp war das denn bitte? Wenn es nicht getroffen hat. Okay. Okay, sie machen das große Horn. Das ist sehr schön. Das brauche ich gerade so ein bisschen. Okay. Ich weiß immer nie, wie gut Ausbruchmonster sind, um sich einzuspielen. Habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht erwähnt, aber ich habe schon eine... Ja, so eine mittellange Zeit nicht mehr gespielt, würde ich behaupten. Da ich das letzte Mal ja nicht so lange aufgenommen habe, war es jetzt nicht die längste Zeit, aber trotzdem... Man merkt es, dass ich ein bisschen eingerostet bin. Und wie gesagt, gegen Ausbruchviecher. Auch wenn sie nicht die schlimmsten sind, vor allem er jetzt. Hi, Zetsukaba, du bist verdammt klein. Und wie ist der gleich rasend? Wieso ist der denn gleich rasend? Ich dachte, die machen das nach einer gewissen Zeit. Aber manche machen das einfach so, wie sie wollen irgendwie. Und wieso konnte ich mich da gerade nicht bewegen? Hier passieren sehr seltsame Dinge. Den Dings hätte ich natürlich nicht kassieren wollen. Ah, komm. Oh Gott, hi, Zetsu. Schade. Okay, er liegt. Das ist jetzt natürlich ultra eklig, zwischen den beiden zu stehen. Ich muss jetzt bloß hoffen, dass der... Zamtrios haut, glaube ich, ab. Nee, er haut nicht ab. Deswegen hau ich jetzt kurz ab. Ich müsste eigentlich hoffen, dass der Zamtrios beinahe kurz vorm Umkippen ist. Okay, das habe ich wenigstens wieder. Ach, verdammt. Hätte ich das gewusst. Ich nehme nochmal eine Panzerhaut. Also ich nehme eine Panzerhaut. Aber bloß, weil mir das gerade ein bisschen zu gefährlich ist mit den beiden. Ich glaube, ich habe keine Dungbombe. Okay, nein. Nicht schon wieder. Ach. Was hat mich da jetzt getroffen? Oh, er ist tot. Selten gesehen, dass er einfach in der Ballonphase stirbt, aber okay. So, jetzt muss ich dich natürlich schnell umkloppen. Aber, ja, schauen wir mal. Ich will jetzt nicht sagen, er ist natürlich jetzt auch rasend und ich habe schon eine Ewigkeit nicht mehr gegen ihn gekämpft. Das ist ja so, also das letzte Mal, Zetsukabra war ja wirklich da, wo wir ihn erlegen mussten. Wie gesagt, das ist schon gefühlte Jahre her. Nice Kristall, naja. Immerhin. Ich habe jetzt eigentlich auf eine Ding spekuliert. Ach, verdammt.
Ich find's so süß, wie er diesen Stein im Maul hat und einfach mitnimmt. Hat ja ein bisschen mehr vom Hund als vom Frosch. Er ist ja irgendwie ein süßes Vieh. Okay, ich wusste gar nicht mal, dass er das konnte. Vielleicht konnte das aber auch bloß jetzt, weil er rasend ist. Ich bin mir nicht sicher. Dieses Aufstampfen nervt so. Hat er das früher schon gekonnt? Also ich glaube, er hat ein bisschen was dazugelernt, was ihn ekliger macht. Definitiv. So, nein. Okay, wie gesagt, einfach das machen, wenn es daneben geht. Dann verschwendet man zwar alle anderen, aber man hat dann meistens bloß noch zwei oder drei. Maximal vielleicht noch vier. Aber keine volle Anzahl, die man verschwenden würde. Und selbst wenn, dann ist er nicht komplett verschwendet. Oh krass, was war das denn? Eine Katze, die ihn getroffen hat, blöd oder wie? So, das muss jetzt schnell gehen. Ah, komm. Ach, schade. Sehr schade. Ich brauche jetzt mal dringend ein bisschen Heilfels. Ich brauche jetzt dringend mal ein bisschen Schaden auf ihm. Ja, sehr schön. Jetzt beweg dich nicht, beweg dich nicht, beweg dich nicht. Ah, komm. Sehr schön. Ich liebe diesen Angriff. Vor allem, wenn er nicht so schlimm ist, weil man keine Ladung hat. So, gibst du mir eine Krötenträne? Ja, jetzt müsste ich die bloß noch abgeben. Will ich die Krötenträne abgeben? Ich kann mir ja merken, wo er ist. Ich will es ja eigentlich, weil, ja, weil ich es irgendwie so gewohnt bin, Nebenquests abzugeben. Aber andererseits, von den beiden Viechern, ist so schade, dass sie dann nicht automatisch abgegeben wird, wenn man sie im Inventar hat. Okay. Kann ich jetzt bitte mal einen Farbball auf dich werfen? Danke. So, komm mal ein bisschen rüber. Dann kann ich nämlich auf dich drauf springen. Dann halt nicht. Jetzt komm schon. Also ich lasse es mit der Krötenträne jetzt, weil das gibt mir maximal irgendwelches Zeug von denen, was ich nicht brauche. Und selbst wenn, dann bekomme ich es schnell. So würde ich das jetzt behaupten. Also irgendwo ist er immer wieder ein bisschen richtig gut gepanzert, muss ich sagen. Ich weiß nicht ganz wo, aber es geht ein bisschen auf die Nerven, dass man da manchmal einfach nicht durchkommt. So voll ins Gesicht. Ich glaube, sein Kiefer ist jetzt auf jeden Fall hinüber. Ach, verdammt. Okay, da ist er weg. Ich glaube, er sabbert gerade. Wobei, ich bin mir nicht sicher, können rasende Viecher sabbern? Krötenöl, okay. Wie gesagt, ich bin mir nie so ganz sicher, weil es ja so eine komische Sache ist. Also sie scheinen nie zu sabbern, wobei er jetzt irgendwie schon. Kann man eigentlich seinen Schweif abhauen? Ich habe es noch nie probiert, aber es macht enorm Schaden auf seinem Schweif. Das ist natürlich schön. Das zu wissen. Okay. Du hast bloß wieder einen Stein im Maul, das ist gar kein Problem. Nein, und das hasse ich halt. Ich bin gerollt, aber es hat halt das Ding schon angenommen. Das finde ich immer so schade, weil dadurch muss ich dann halt was machen, was ich nicht zwingend machen will. Weil eigentlich wollte ich dann wegrollen. Okay, er humpelt schon. Die Nullbeere spare ich mir jetzt, ganz ehrlich. Los, Mellings. Gib mir, was ich brauche. Ja, schade. Okay. Hätte ja sein können, dass das Mellings mir jetzt die nötigen Schläge gibt, um mir den Fluch zu ersparen oder den Virus. Hat's aber leider nicht. Du tötest gerade den Pepe. Das ist gut. Dann hau ich dir nämlich ins Gesicht. Na, so viel zum Pepe. Hallo, Zetsuka. Okay, interessiert dich mehr für meine Katzen als für mich? Das war jetzt sein Kiefer. Sehr schön. Aber ich glaube nicht, dass er noch so lange aushält. Vor allem nicht mit meinem Dings, sondern noch mit meinen 20%. Das soll nochmal gut Schaden gemacht haben. Und er flüchtet schon wieder. Schade. Ah, ne, doch, er flüchtet wieder. Okay. Ja, wie gesagt, rasende Monster. Vor allem beim Zetsukabra bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, was er alles konnte. Von dem her ist es jetzt gar nicht so schlimm, dass er rasend ist. Weil ich eh keine Ahnung mehr habe, was er alles kann. Hallo, Konshu. Ich finde die Viecher eben noch so süß. Sind Vorräte angekommen? Das ist natürlich sehr schön. Die würde ich nehmen, wenn ich jetzt nicht gerade mitten im Kampf wäre. Oh, cool, mein Virus ist vorbei. Ich habe zwar gleich für den nächsten... Ach, komm. Die Fähigkeit konnte früher schon. Da wurde ich davor schon... Okay. Davor schon ein paar Mal getroffen. So. Und weiter drauf. Es sollte es... Genau. Ich wollte gerade sagen, es sollte es gewesen sein.
Achso, ich habe den Samtreus ja noch gar nicht aufgeschnitten. Ich glaube, das kann ich jetzt vergessen, ne? Ich glaube, der ist despawned. Naja, egal. Nicht so schlimm, wie gesagt, brauche ich eh nicht. Wenn, dann bräuchte ich ihn eigentlich bloß für meinen Ice Charge Blade. Und das ist nicht mega gut. Um genau zu sein, ist furchtbar schlecht. Von dem her, ja, glaube ich nicht, dass ich das nehmen werde. Wir können ja aber nochmal kurz nachschauen. Nein, kein hässlicher Zamtreus mehr da. Und selbst wenn ich jetzt das Gebiet erreichen könnte, könnte ich ja trotzdem die Nebenquests nicht mehr abgeben, weil sie es ja so geregelt haben, dass man Nebenquests nicht mehr abgeben kann, nachdem man die Hauptquest fertig hat. Was ich auch total blöd finde. Allgemein auch, dass man nicht mehr mit dem Gemüseältesten reden kann, sobald man die Hauptquest abgeschlossen hat, ist so ein bisschen, ich weiß es nicht. Es versteift die ganze Sache. Ich will nicht sagen, dass es ein Rückschritt ist, aber es versteift die ganze Sache, dass man halt nach der Quest dann wirklich bloß noch das Monster aufschneiden kann und mehr nicht. Es macht den Gemüseältesten, finde ich, dann ab und zu ein bisschen unnötig. Weil wenn er gerade so auf dem Weg ist, dann gehe ich halt hin und nach der Quest habe ich halt Zeit. Während der Quest will ich mich ja auf das Monster konzentrieren. So denke ich halt zumindest immer. Andere Sätze sind mir natürlich auch egal. Ich weiß, dass man bei ihm ganz gute Sachen tauschen kann, aber das erfordert, glaube ich, auch meistens ziemlich viel Glück. Okay, ein längerer und ein kürzerer. Sehr schön. Fordert immer ein bisschen Glück und deswegen, ja, lohnt sich, glaube ich, nie so mega.